Willkommen zurück zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir haben letztes Mal aufgehört. Wir hatten eine gewisse Grundausstattung. Weiter geht's. Weitere Diagnosen. Wir haben Berichte über neue Krankheiten in der Stadt erhalten. Sie könnten schwieriger zu diagnostizieren sein. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen. Wenn sich ein Allgemeinmediziner sicher ist, wird er einen Patienten für weitere Diagnosen überweisen. Wir haben die allgemeine Diagnose freigeschaltet. Okay, das heißt, mal wieder ein neues Zimmer. Allgemeine Diagnose. Wenn du das Krankenhaus um ein neues Zimmer weitest und zusätzliches Personal erstellst, erhöht sich die Krankenhausstufe. Ein größeres Krankenhaus zieht mehr Patienten an. Wenn das Krankenhaus stärker ausgelastet ist, kann es zu längeren Warteschlangen kommen. Wir müssen mehr Arztpraxen und andere Zimmer bauen und mehr Personal anstellen, um die Belastung durch zusätzliche Patienten zu bewältigen. Achte auf Warteschlangenwarnung über den Zimmern. Du kannst auch mit der Maus über ein Zimmer fahren, um zu sehen, wie viele Patienten dort warten. Gut. Dann. Okay, das reicht von der Größe. So, das ist diesmal so groß. Ah, okay, wir brauchen so einen Tisch. Hallo, drehst du dich? Dankeschön. Ich will den Tisch einfach. Okay. Aktenschrank. So. Das reicht. Sehr gut, wir haben eine höhere Krankenhausstufe erreicht. Erweitere das Krankenhaus weiter, um mehr Patienten und Mitarbeiter anzuziehen. Wir brauchen auch wieder Mitarbeiter dann. Wir brauchen, glaube ich, einen Arzt. Klassenklau. Ich will den Klassenklau. Nein, da. Okay. Heile 2 Patienten. Okay, wir haben Einnahmen von 12.500 und haben Ausgaben von 12.700 und haben somit Überschuss. Ja, wir haben Geld verdient. Was ist das? Hallo? Warum bist du nicht da? Arzt kann hier nicht arbeiten? Was für ein genialer Tag für ein wenig gute alte Gartenarbeit. Ich meine, wer mag das nicht? Mit dem Spaten die Erde umgraben. Nein, weil die zu schlecht ist, oder? Dünger stecken. Ich brauch ich die. Kann es beinahe riechen. Nein, falsch gedacht. Das war eine seltsame neue Krankheit ist in der Stadt ausgebrochen. Helles Köpfchen. Wir werden teure neue Ausrüstung brauchen, um damit fertig zu werden. Haltet eure Daumen schön grün. Scheiße, wir brauchen die, ne? Ja, die kann da arbeiten. Oh nein, viel Investition. Diagnose verlangt. Man braucht einen Krankenpfleger. Nein! Warum? Aber wieso kann ein Krankenpfleger Diagnosen machen? Hä? Ich dachte, dafür braucht man einen Arzt. Okay, kapiere ich nicht, aber okay. Wir haben insgesamt schon 10 Patienten geheilt. Mit jedem geheilten Patienten erhöht sich der Ruf. Wunderschön. Okay, wir müssen 15.000 verdienen und wir brauchen 2 Arztpraxen. Und setzen wir die anderen einfach direkt hier daneben. Wir haben ja jetzt auch genügend Ärzte. Yay. Das ist... Okay, das ist... ich baue das Ding genau dahin. So, der Aktenschrank kommt auch so hin, dass der Patient drauf zugreifen kann. Fertig. Können wir ein Fenster? Ja. Wir können jetzt da reingucken, aber... Ja doch, die können gegenseitig reingucken. Im Pausenraum kann beobachtet werden. Nice. Wir haben eine höhere... Okay, wir haben eine höhere Krankenhausstufe. Super. Kann man schon was Neues bauen? Hey, eine Station können wir bauen. Okay, was sagen die, bauen wir hier. Die machen wir größer, weil sie natürlich auch... nachher Platz braucht, weil wir auch Betten reintun müssen, soweit ich weiß. Du kommst in die Ecke. Umkleide auch in die Ecke, würde ich mal sagen. Und einfach mal. Wenden Sie sich im Falle eines Personalmangels an das Personal. Können wir? Nein. Aber wir können doch sicherlich. Das in die Richtung drehen? Ja. Okay. Das reicht. Wunderschön.
und in Stationen können Diagnosen erstellt und verschiedene Krankheiten behandelt werden. Die Aufnahme, Betreuung und Entlassung der Patienten nach erfolgreicher Behandlung erfordert eine Krankenpflege. Okay, hier steht einfach nur, dass man mehr Betten braucht. Einstellen Krankenpflege, der sieht gut aus. Alter. Ja, nice. Wir haben die Entleuchtungsklinik freigeschaltet. Nice. Das Gesundheitsministerium von Two Point County. County. Ehrt die Errungenschaften aller Krankenhäuser des County. Wenn wir ein Krankenhaus aufbauen, das sich der Probleme der Anwohner annimmt, wird dem Krankenhaus offiziell eine Sternewertung verliehen. Das bringt uns diverse Vorteile. Jeder Stern bringt eigene Belohnungen mit sich. Außerdem können wir dann weitere Krankenhäuser an anderen Standorten im County etablieren. Baue das Krankenhaus weiter aus, um eine Einsternwertung zu erhalten. Yay! Okay, wir können aber erstmal die Entleuchtungsklinik bauen. Nice. Dann bauen wir hier die Entleuchtungsklinik hin. Braucht sonst noch was? Nö, ne? Gut. Doch. Ah, ja, die Konsole. Hoffentlich passt er dahinter. So, ich glaube, Arztüberschuss haben wir diesmal ja auch. Ach, hier sind die ersten Patienten. Die haben eine Glühbirne auf dem Kopf. Komm rein. Komm rein. Setz dich hin. Okay. Ach, der kommt erst. Mit einer Glühbirne. Ist das geil. Okay. Neue Krankheit, helles Köpfchen entdeckt. Okay. Mhm. Kennen wir schon, haben wir schon gelesen. Okay. Heile drei Patienten mit helles Köpfchen. Nummer 1. Der holt sich jetzt eine Zeitung. Cool. Unser Pausenraum kommt auch gut an. Was ist eigentlich unser Hausmeister? Da. Der noch Bock? Jo, der hat noch Bock. Der Krankenhausruf ist jetzt gut. Dies wird mehr Patienten und Mitarbeiter anziehen. Yay. Wunderschön. Ausschauungslevel erhöhen. Wunderschön. Kriegen wir auch mal so. So. Kannst du was Neues bauen? Nein. Brauchen wir noch Mitarbeiter? Nee, eigentlich nicht. Wir haben den ersten Patienten. Oh, schade, wir haben es verpasst. Ah, da wartet der nächste. Ich will jetzt sehen, wie das aussieht. Okay. Deluxe-Entleuchter. Okay. Das hat wie eine Glühbirne rausgeschraubt. Hä, hey, und dann wird sein Kopf. Okay. Wenn der jetzt draufgeschraubt wird. Okay. Das ist schon geil. Wir haben eine Nachricht. Beförderung. Kann jetzt zum nächsten Rang befördert werden. Ja, ja. Ja, komm, hier kriegst du ein bisschen mehr. Alter, ernsthaft? Ja, ist klar. Ja, hier. Wir haben womöglich zu viele Krankenpfleger. Haben wir nicht? Wir haben doch gar nicht so viel Krankenpfleger. Wie viel haben wir denn? Wollten Sie schon immer mal einen Frosch sehen? Dann kommen Sie ins Beverly Frog Sanctuary. Eine Handvoll verschiedener Froscharten sind nur eine Bootsfahrt oder eine Flugreise entfernt. Personal, na, hier. Kommen Sie doch auf einen Hüpfer wir vorbei. Wir haben drei Krankenpflege, die haben doch alle was zu tun. Direkt aus den Wolken. Komm. Das ist Radio. Da brauchst du einen Krankenpflege. Ja gut, wir haben gerade einfach zu wenig Patienten. Das ist das Problem. Da kommt wieder jemand. Ha, das ist unser letzter Patient mit hellem Köpfchen. Und dann haben wir es. Dann haben wir drei Patienten. Oh, der hat auch schon gar keinen Bock mehr, ne?
Wo sind... Ach, weil die ganze Zeit Pause macht. Dann gehst du dahin, du machst Pause und du gehst wieder arbeiten. Oh. Er geht in die Entleuchtungsklinik, er wird entleuchtet. Gute Neuigkeiten. Wir haben insgesamt schon 20 Patienten geheilt. Yay. Jetzt gleich 21. Er kriegt seinen Kopf abgeschraubt. Noch voll viel Platz. Ach geil. Und? Wir haben ein Krankenhaus. Jetzt, wir haben einen Brief gekriegt. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem von maximal drei Sternen. Ich habe zur Feier des Tages Ihre Akte aus dem... Dankeschön! Ich habe zur Feier des Tages Ihre Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Mhm. Bauen Sie Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn Sie es eilig mit der Expansion haben, können Sie auch ein neues Krankenhaus im Lower Bollocks eröffnen. Sie haben ganz allein die Wahl. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarkin Foxbridge, Gesundheitsminister. Danke, dass du unsere Akte im Mülleimer hattest. Freigeschaltet. Lower Bollocks? Okay, wir könnten ein neues Krankenhaus eröffnen. Oh, wir haben ein neues Poster. Ich will das Poster. Poster. Erleuchtung. Jetzt fühlen wir uns erleuchtet. Wunderschön. Heile 25 Patienten, verdiene 200.000, erreiche die Krankenhausstufe 6. Gut. Dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.